Zuschauerinnen und Zuschauer. Grüezi miteinander. So eigenständig und unverwechselbar wie unsere Bergwelt ist auch der Käse, der dort hergestellt wird. Damit das weiterhin so bleibt, unterstützt GoP Patenschaft für Berggebiet ausgesuchte Projekte wie die Elektrifizierung von der Alpintisberg im Lütschental. Von Anfang Juni bis Ende September grasen dort 83 Kühe auf den saftigen Weiden. Nur zum Melken kommen sie zweimal am Tag in den Stall und geben pro Tag durchschnittlich 12 bis 15 Liter gute Milch. Bald muss man die Milch, dank der finanziellen Hilfe der GoP Patenschaft, nicht mehr vom Stall ins Lager übertragen. Das übernimmt der Pumpi. Und der Käskessel wird nicht mehr wie heute umständlich mit Holz angeführt. Auch das geht mit elektrischem Strom leichter und schneller. An der guten Qualität und am einzigartigen Charakter des Käses wird sich durch die Modernisierung aber nichts ändern. Gell, Armin? Sicher nicht. Wegen der speziellen Flora in den Bergen, der guten Milch, dem Können vom Senn oder der Sennerin und wegen der sorgfältigen Pflege bleibt der Bergkäse ein besonderes Geschmackserlebnis. In unseren Läden finden Sie eine grosse Auswahl von Bergkäse zum Kennenlernen. Unter anderem bekannte Sorten wie der Bündnerkäse, der Engadinerkäse, der Walliser Bergkäse und in der Region Bern da und dort auch der Bergkäse von der Alp Hintisberg. Der Armin braucht ihn heute für sein Rezept. Richtig, wir machen heute nämlich einen pikanten Birnenkäse-Cake. Einen Hefeteig nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung habe ich vor der Sendung schon vorbereitet. Jetzt für die Füllung nicht allzu reife Birne in halb Wasser, halb Weisswein mit Zitronensaft kurz köcheln und im Sud abkühlen. Den Bergkäse fein reiben mit Ricotta, einem Eigelb, Zitronensaft und Zitronenschale, Pinienkerne und Peterli vermischen und die Masse mit Pfeffer, Muskat und Salz würzen. Eine Kekform abwechslungsweise mit Teig, den Birnenscheiben und der Käsefüllung beschichten, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Mit einem Teigrechteck abdecken. Alles zudeckt eine Dreiviertelstunde aufgehen, dann mit Eigelb bepinseln und im vorgeheizten Ofen ca. 30 bis 40 Minuten backen. Nach dem Abkühlen den Birnenkäse-Cake in Traschen schneiden und am besten noch lauwarm mit einem Salat servieren. Danke, Armin. Die GoP Patenschaft für Berggebiete sorgt dafür, dass auch Bergbauern auf ein Minimum an Komfort nicht verzichten müssen. Mit Spendengeldern werden Renovationen unterstützt, damit die aktuellen Tier- und Gewässerschutzvorschriften eingehalten werden können. Und weil das Arbeiten in einem neuen Stall leichter wird, hilft Ihre Spende mit, dass weniger Familien aus dem Berggebiet abwandern und sich weiterhin um die Pflege und den Erhalt der unersetzlichen Bergwelt kümmern. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Heute offeriert von folgenden Sponsoren: Butter Caramel Bonbon, Diadermin Aquafor Shell Creme, Zenovis zum Würzen und als Brotaufstrich, Gimmi Kochram von Emmy für die schnelle Küche und Mini Babybell Käse, die kleinen roten Käsekugeln. Die Zuschauer hier im Studio haben die Karten schon ausgefüllt und ich ziehe jetzt eine. Spannung steigt. Also. Das richtige Lösungswort, das ich hier natürlich nicht verraten darf, herausgefunden und einen Gucci im Wert von 10'000 Superpunkte gewonnen hat, Meister Pia. Ja. Herzliche Gratulation. Mit dem Gucci können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Super, danke schön. Ich danke allen ganz herzlich fürs Mitmachen. Auch Sie daheim können selbstverständlich auch noch mitmachen an dieser neuen Runde vom Supercard-Spiel. Einfach die Karten im Laden oder den Coupon aus der GoP-Zeitung ausfüllen und uns bis am 19. Oktober zurückschicken. Und das ist der Superpreis, ein Audi A2 im Wert von 25'350 Franken. Dazu gibt es 100x 10'000 Superpunkte für eine Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. So viel für heute aus dem GoP-Studio. Warum Schoggi und Kaffee von Haus aus so gut zusammenpassen, zeigen wir Ihnen in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Und zum Schluss noch der Wochenhit aus dem GoP-Restaurant. Kalbsbraten mit Pariser Herdöpfel und Brokkoli für 14.50 Franken. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.